wir damit dann zum Therapeuten? Bringt das jetzt bitte etwas? Bringt das bitte etwas? Bitte, 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 bitte. Wir haben jetzt schon... Das würde sich gut über dem Kamin machen. Ich hoffe zumindest, dass wir auf Elysium einen Kamin haben. Wo soll ich sonst mein Schießpulver trocknen? Wir haben jetzt schon zwei Bilder. Was erkennen Sie auf diesem Bild? Einen Patienten, der versucht, den Spieß umzudrehen. Falsch. Jetzt sind Sie der Verrückte. Ich glaube, Sie haben den Sinn dieses Tests nicht ganz verstanden. Verrückt, 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 verrückt. Nee, 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 nee. Na 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 na, verrückt. Ach herrje. Nein, das bringt nichts. Es fehlt uns. Er hat uns drei Bilder gezeigt. Wir brauchen noch eins. Finger weg! Die Antidepressiva sind nur für Patienten, für die noch Hoffnung besteht. Probeexemplar, Probeexemplar, Plakat, Plakat. Hier ist nichts Neues. Fuck. Weil Toni, komm mal, wir sind jetzt hier schon mal beim Therapeuten. Können wir Toni anfunken und dann... Haben wir das eigentlich schon mal gemacht? Rufus Antoni. Rufus Antoni. Ah, Rufus, lass den Unsinn und mach den Kanal frei. Ja, aber Toni, over. Nein. Nein, warum nicht? Rufus, geh mal zum Strickhändler. Können wir ihm das geben? Ah, wie ich sehe, sind Sie ein junger Familienvater. Unsere Kinderabteilung befindet sich zwar noch im Aufbau, aber wir haben trotzdem schon jetzt eine große Auswahl für Frühaussteiger auf Lager. Ich empfehle die My First Rope Kollektion. Da wird der Strick aus garantiert hautschonender Schafwolle geknüpft. Oh nein. Jetzt vielleicht? Rufus Antoni. Rufus Antoni. Ah, Rufus, lass den Unsinn und mach den Kanal frei. Ja, aber Toni, over. Was ich gerade echt überlege, Leute. Haben wir eigentlich schon mal... Es ist gerade so spannend. Da möchte ich lieber erreichbar bleiben. Ach, wir können ihm das gar nicht geben. Ich dachte, wir geben ihm jetzt vielleicht den Babyfunk-Dings. Und sie hilft uns dann bei dem Smudo-Typ wieder durchzukommen oder so. Haben wir das eigentlich schon mal dem Rufus gegeben? Können wir sie hier auch anfunken? Rufus Antoni. Rufus Antoni. Ah, Rufus, lass den Unsinn und mach den Kanal frei. Ja, aber Toni, over. Okay. Möchtest du das haben? Ich schlage ein Tauschgeschäft vor. Der Preis für die Nukleinsäure ist 6 Slotti. Und damit basta. Verdammte Hacke. Was soll das denn? Können wir hier noch was machen? Oh, mir geht auch gerade der Sound ein bisschen auf den Sack. Können die eigentlich noch Geld für uns verdienen? Ich werde ihn mal lieber in Ruhe lassen. Er sieht so beschäftigt aus. Wir müssen die Toni noch irgendwie in den Wahnsinn treiben, aber wie? Wir kommen jetzt auch... Was sollen wir denn dann hier noch machen? Wir könnten noch zu den Rotzis gehen. Suppenrest, kann man das noch irgendwie hier reinwerfen oder so? Freiwillig wecke ich die garantiert nicht nochmal auf. Na, lass mal sie schön schlafen. Lass mal sie erstmal schön schlafen, so. Den müssen wir halt noch irgendwie in die Weißgut. Können wir vielleicht das ausmachen? Nein, die Kinder sollen es schön warm haben. Ach, Rufus, du wärst so ein guter Vater. Du bist ja Mom and Dad in einer Person. Ja, du bist so perfekt, ehrlich. Wirklich, du bist richtig perfekt, Rufus.
Was können wir jetzt noch machen, Leute? Können die eigentlich noch Geld jetzt... Ach, wir haben doch noch das Schild, ne? Warte mal. Das wollte ich doch ausprobieren, genau. Ach, wo ist unser Schild hin? Hä, wir hatten doch ein Schild gehabt. Wo ist das hin? Hä, wir hatten doch das eine Schild aus dem Pub. Ich dachte, wir können... Hey, Goon! Teigtaschen. Nur ein Slotty 25 das Stück. Ich finde, er macht das richtig gut. So ist er nun doch ein nützliches Mitglied der Gesellschaft. Wenn das kein Happy End ist. Jetzt muss ich mir meinen Kopf gerade kraulen. Wir brauchen auch noch irgendwas, um das Baby zu retten. Die Dinger bringen nichts, weil die brauchen wir definitiv für den Therapeuten. Auch nichts mehr, das Tor. Können wir mal klopfen? Wir brauchen halt auch noch jemanden, der uns dann endlich reinlässt. Ich bin jetzt auch so gespannt, Leute. Wer der General wohl sein wird? Wer wird der General sein? Huhu! Aufmachen! Ja? Das war jetzt lustig genug, Liebold. Lass mich rein. Hast du schon jemanden, der für dich birgt? Nein, aber... Dann kann ich dich auch nicht reinlassen. Entschuldigung. Möglicherweise, Rufus. Das ist so ein Arsch. Und woher kennt er meinen Spitznamen bei der Strahlenschutzbehörde? Das ist so ein Arsch. Alter, lass dich doch mal in den Wahnsinn treiben, alte Frau hier. Der Cowboy-Dodo da. Toni. Toni. Ah, Rufus, setz dich doch. Komm schon, komm schon. Ich glaube immer noch, dass die alte Toni irgendwo da drin ist. Und ich weiß auch schon, wie ich sie da wieder rausbekomme. Gib dir keine Mühe. Komm schon. Komm schon. Tod dem Organon und so. Ich weiß, du meinst es gut. Aber du brauchst uns nicht zu retten. Wir haben jetzt einen eigenen Plan. Wenn du uns helfen willst, dann setz dich irgendwo hin und fass nichts an, was blinkt. Komm schon, Toni, ich will doch nur ins Lager. Und ich sage, du hältst dich besser da raus. Wir haben hier alles im Griff. Haben wir alles im Griff? Die macht mich wahnsinnig, die Alte. Das ist noch nicht vorbei. Was ist noch nicht vorbei? Na gut, es ist vorbei. Aber ich komme wieder. Keine Eile. Diese Bildchen hier zu zeigen hat nichts gebracht. Was ihr Therapeut oder? kann ich schon lange. Immerhin habe ich die ganze Vorarbeit geleistet. Da reagiert sie nicht drauf. Was ihr Therapeut kann ich schon lange. Immerhin habe ich die ganze Vorarbeit geleistet. Nee. Was brauchen wir denn noch für die Rotzis? Essen? Können wir dem Suppenkasper das zeigen? Nee. Können wir es in die Steckdose? Damit komme ich nicht in die Buchse. Ich bräuchte etwas Dünnes, Längliches. Vorzugsweise mit zwei Zinken. Sowas wie... Ein Stecker. Ja, es fehlt uns auch noch irgendwas hier. Es fehlt uns noch eine Sache für den Stecker hier, glaube ich. Damit der Typ hier auch richtig am Rad dreht gleich. Die Hexe wollte ja unsere Rotzis nicht übernehmen, ne? Ich hätte da eine ein. Wozu? Naja, wegen Wert. Es gibt und... Ach, warte. Die 5 Slotty gehören ja uns schon. Teuerste. Was ist mit ihm denn hier? Klopf, klopf. Reagiert ihr wieder? Nein. Macht nicht mehr auf. Wer weiß, wozu es gut ist. Das Babyfon will er auch nicht, oder? Das lasse ich lieber im Mantel. Möchte ja nicht wie ein Hausierer wirken. Was, ey, Leute? Was ist eigentlich? Wartet. Ach, Rufus. Warum gibst du nicht einfach... Moment mal. Ein Rufus? Ja. Zwei Rufusse? Genau. Mich gibt es jetzt doppelt. Eigentlich sogar dreifach. Dreimal so viel Action. Rufus. Okay, Toni. Ganz ruhig.
Du hast einen guten Therapeuten und da gehst du jetzt hin. Lol. Das haben wir toll gemacht. Das haben wir toll gemacht, finde ich auch. Geil, warte mal. Wo ist sie jetzt? Wo ist sie jetzt? CB-Funk? Huhu, bitte kommen. Nichts. Toni ist offenbar noch in ihrer Therapiesitzung. Toni ist in der Therapiesitzung. Hinder. Ist sie bei dem Therapeuten oder hat sie... Sag nicht, sie hat noch extra einen anderen Therapeuten. Das kann ja nicht sein. Der ist geschlossen, was? Warum ist das geschlossen? Therapiesitzung im Gange. Ausgerechnet jetzt. Ja, wie soll ich denn jetzt an die Medikamente kommen? Geh mal hier hoch. Können wir da rüber gucken dann? Und jetzt sehe ich ihn plötzlich doppelt. Was bedeutet das? Will mein Unterbewusstsein mir einen Schlaganfall verpassen? Ich habe das Gefühl, dass mich das um Monate in meiner Therapie zurückwirft. Wir müssen die Therapie verlängern. Wie jetzt? Noch länger? Ich meine, wie lange schwebte Ihnen da vor? Naja, mindestens bis zum Ende der Welt. Und dann mal gucken. Das ist also Ihr guter Therapeut. Das hat aber nicht so viel gebracht, oder? Also uns hat der nicht viel geholfen. Da sollte ich lieber nicht stören. Doch, sollte ich lieber nicht stören. Störe. Irre ich mich oder schielt er bereits zur Auslegeware seines Nachbarn? 11. Gebot. Du sollst nicht begehren deines Nachbarn Auslegeware. Ich kann mir ja vorstellen, wie er sich fühlt. Ich wünschte, ich könnte dem armen Teufel irgendwie helfen. Können wir ihm Strick geben, oder was? Das geht jetzt wohl schlecht. Toni fordert seine komplette Aufmerksamkeit. Ich hoffe für ihn, dass er klug genug war, sich Ohrenstöpsel reinzutun. Deswegen dreht er auch Däumchen, ne? Können wir ihm Strick geben? Und? Haben Sie schon etwas gefunden? Ich guck noch rum. Ich hätte gern einen Strick für ihn. Geht das, ehrlich? Probeexemplar. Schick, die würden Goll bestimmt auch gut stehen. Samtig, das schmeichelt dem Hals. Also irgendwie brauchen wir, glaube ich, eins, oder? Ihm können wir, glaube ich, noch nichts anfangen, ihm auch nicht. Aber so wie sich das jetzt angehört hat, möchte er gerne... 2 Stricke zum Preis von einem. Es scheint mir aber so, dass er ein Strick möchte. Aber warum kriegen wir keinen? Oder wie kriegen wir einen? Moostherapeutische Stricke, die günstige Alternative. Möchtest du hier einen Abdruck? Ich wünschte, ich könnte dem armen Teufel irgendwie helfen. Ja, mit dem Strick doch, oder nicht? Ich wünschte, ich könnte dem armen Teufel irgendwie helfen. Ja, das wäre die perfekte Distanz für einen Jungfernflug. Und das Ziel ist auch gut gewählt. Mittlerweile müsste er eingesehen haben, dass er Hilfe braucht. Na, dann wollen wir den armen Teufel doch mal erlösen. Lol, dafür brauche ich den? Lol, wo geht der denn hin? Hupsi, hier muss es seltsame Aufwinde geben. Na? Der ist jetzt zum rechten Rufus gegangen. Okay, rechter Rufus. Rechter Rufus, der Flyer. Du hast eine Nachricht von einem anderen Rufus. Nanu, hier steckt ein Flyer in der Außenwand. Was für eine jämmerliche Konstruktion. Der Konstrukteur hat offenbar keine Ahnung, wie man einen ordentlichen Papierflieger faltet. Ganz im Gegensatz zu mir natürlich. Therapeutische Stricke, die günstige Alternative. Was soll das denn heißen? Will sich da jemand einen Jux mit mir machen? Und Moment mal, was ist das denn? Da steckt ein Bleibuchstabe in der Spitze. Ein großes... Ah ja. Jetzt zeige ich den nicht näher benannten, unbekannten Dilettanten mal, wie man das richtig macht. Schwuppdibui! Oh, hier muss es seltsame Abwinde geben.
Und dann stellte sich heraus, dass er auf die Idee gekommen war, seine Angelhaken in meiner Schmuckschatulle aufzubewahren. Sogar die Köder waren schon dran. Es war so furchtbar. Ich wünschte mir, meine Ohren würden abfallen. Das kann ich im Moment gut nachvollziehen. Aua! Was ist denn das? Ein Flyer? Warum eigentlich nicht? Fräulein Toni, ich denke, ich habe eine gute Nachricht. Ich habe endlich die passende Therapie für Ihr Krankheitsbild gefunden. Warten Sie, ich stelle Ihnen nur kurz ein Rezept aus.